und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich eine gesunde, leckere, vegane Wehe oder Weihe genannt. Jeder nennt das ja ein bisschen anders. Super simples Rezept, total einfach, super schnell gemacht. Ich verwende heute Rhabarber als Füllung. Ihr könnt natürlich das nehmen, was ihr gern habt, sei es Äpfel, Pflaumen, Zwetschgen, je nachdem, welche Jahreszeit es natürlich gerade ist. Und dann würde ich sagen, starten wir doch. Ich verwende heute Rhabarber in meiner Weihe und ich habe gelernt, dass man diesen nicht unbedingt schälen muss. Wenn es Anfang der Saison ist, dann muss man nicht schälen. Wenn es gegen Ende geht, dann würde ich empfehlen, es zu schälen. Als nächstes gebe ich noch einen halben Teelöffel Natron hinzu und das bewirkt, dass der Rhabarber nicht mehr so sauer ist, also neutralisiert das Ganze ein bisschen, was zur Folge hat, dass ich nicht mehr so viel Zucker hinzufügen muss und in dem ganzen Kuchen nicht mehr so viel Zucker drin ist, aber der Rhabarber gleichzeitig nicht mehr so sauer schmeckt. Jetzt geht es weiter mit dem Mürbeteig und dafür braucht ihr folgende Zutaten. Und zwar habe ich hier einmal Dinkelvollkornmehl und Typ 1050 zusammengemischt. Dann braucht ihr eine Prise Salz, 1 Teelöffel Backpulver, 75 Gramm kalte Margarine und etwas kaltes Wasser. Wenn der ganze Teig dann so aussieht wie Parmesan, dann kommt ein bisschen Wasser hinzu und da gebe ich so viel hinzu, bis der ganze Teig dann zusammenklebt und eine Kugel formbar wird. Der Teig kommt jetzt hier in meine Wellenform und ich habe jetzt hier eine mit 28 cm Durchmesser. Ihr könnt natürlich auch eine mit 26 cm benutzen, das funktioniert genauso gut. Und die kleide ich jetzt noch mit Backpapier aus. Und dann verteile ich den Teig darin. Jetzt geht es weiter mit dem Guss und der ist auch total einfach gemacht. Außerdem ist er ja vegan, deshalb verwende ich keine Eier und kein Rahm, sondern Sojasahne und der schmeckt super lecker und keiner wird den Unterschied bemerken. Dann gebe ich noch ein bisschen Kokosblütenzucker hinzu, ihr könnt auch gerne was anderes verwenden, eine Prise Salz, ein bisschen Speisestärke, alternativ könntet ihr auch ein Vanillepuddingpulver verwenden. Ich gebe als Gewürze Tonkabohne hinzu, ihr könntet zum Beispiel auch Vanille hinzugeben, wie ihr möchtet. Und dann gebe ich noch ein bisschen Wasser hinzu. Und so ist meine Weihe jetzt fertig für den Backofen. Dort bleibt sie ca. 30 Minuten bei Ober-Unterhitze bei ungefähr 180 Grad. Meine Rhabarberwehe ist jetzt fertig gebacken. In der ganzen Küche riecht es jetzt super lecker und ich freue mich schon gleich ein Stück davon zu probieren. Und wie gesagt, man schmeckt keinen Unterschied zur Originalversion. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte mehr. Und wie immer findet ihr alle Mengenangaben auf meinem Blog fraujanik.com. Geht da mal hin, schaut nach, probiert es gerne aus, kommentiert fleißig, damit ich weiß, ob es euch geschmeckt hat, ob es euch gelungen ist. Und wenn ihr mir ein Foto schicken möchtet, dann geht das am einfachsten über Instagram und da könnt ihr am besten den Hashtag fraujanik benutzen. Dann kann ich nämlich die Fotos sehen und ich freue mich jedes Mal riesig, wenn ich Feedback von euch erhalte. So, ich gehe jetzt hier leckere Weihe, Wehe, wie auch immer, essen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.